Sollte es mal vorkommen, dass auch ein Mischbruch mit dabei in dieser Multiplikation steckt, dann müssen wir zuallererst diesen Mischbruch umwandeln in einen reinen Bruch. Das heißt, überlegen, 3, 3 Fünftel, wie können wir das umwandeln? Klar, das war 3 mal die 5, das ergibt 15, plus unseren Zähler, also hätten wir hier 18 Fünftel mal 3 Fünftel. Jetzt wieder kurz überlegen, können wir irgendwas kürzen, damit das Ganze ein bisschen einfacher für uns wird? Funktioniert hier nicht wirklich. Das heißt, wir müssen jetzt 18 mal die 3 rechnen. Das wären 3 mal 10 sind 30, 3 mal 8 sind 24, also 54. Und 5 mal 5 ergibt 25. Und das wäre eigentlich schon unsere Lösung. Wollten wir das wieder zurückrechnen, dann überlegen wir uns, also in einem gemischten Bruch, dann müssen wir uns überlegen, wie viel mal passt die 25 in die 54. Das geschieht natürlich zweimal, also haben wir 2 Ganze. Die 25 bleibt stehen. 2 mal 25 sind 50. Bis zu 54 fehlen 4. Und somit hätten wir 2 4/25.